So, willkommen zurück, Triple Play. Wir steigen direkt ein in die Action. Und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar hier bei diesem, fucking shit, bei diesem komischen Level hier. Und werden gerade ziemlich... Nein, na, fast geschafft. Denn, wie man hier sieht, muss ich wirklich versuchen auszuhalten, bis der Fahrstuhl unten an seinem Ziel angekommen ist. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfach. Was ist allerdings, wie so üblich in diesem Spiel, nicht ist. Gut, aber das soll uns nicht aufhalten. Wir versuchen es einfach weiter. Oh, ich lebe noch. Oh Gott. Ich dachte, das war... Fuck. Ich dachte eben schon, das wäre mein Tod, aber dem ist dann ja wohl nicht so gewesen. Oh, ah, shit. Okay. Das machen wir auf jeden Fall. Also so schwer kann es ja wohl eigentlich nicht... Meine Güte, so schwer kann es ja eigentlich nicht sein, dass ich hier gerade so am Kollektivversagen... Oh, Mann. Kann doch nicht wahr sein. So, das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Oh, der war auch gut. Boah. Jetzt, komm. Nein, genau die Situation wie vorhin schon am Anfang. Oh, ich werde dieses Level lieben. Ich sehe es jetzt schon. Oh, und dann hasse ich es, wenn der Schlumpf mich in der Luft abfängt. Kann ja wohl... Pisswichser. Mein Gott. Kann nicht wahr sein. Ich muss auf jeden Fall immer über die Mitte laufen, denn ansonsten... Was war da? In diese ganz kleine Ecke da hinten bin ich reingekommen. Oh, wow. Oh, oh, ja, natürlich. Man muss mir auch gleich zwei Sachen hinterher schicken. Auf einmal schon... Wieder 1000 Tode hier. Ich glaube, wir werden am Ende auf jeden Fall einen Todeszähler brauchen, der vierstellig ist. Das auf jeden Fall. Wenn das so weitergeht, auf jeden Fall. Mann. Eigentlich ist es nicht so schwer. Ich stelle mich gerade nur wieder extremst an. Und das ist das ganze Problem an diesem Scheiß-Level. Ich würde eigentlich in diesem Part... Oh. Mehr als nur ein Level schaffen. Aber nicht unter diesen Umständen nur. Okay, der war gut. Nein. Yes. Und höchste Geschwindigkeit. Perfekto. Geht doch. Hat ein bisschen gedauert, aber immerhin geschafft ist geschafft und es ist geschafft. Oder so ähnlich. What the hell? Was soll ich hier machen? Einfach auf Reaktion. Okay, und jetzt. Okay, das geht auch. Geht das auch wieder runter? Ah, okay, gut. Jetzt. Schnell durch. Oh, wieder Laser. Ist das fies? Ist das fies? Hä? Ach so. Nein! Oh, ich hatte es fast. Oh. Und jetzt stelle ich mich an. Ich hatte es fast, also den Sinn dahinter habe ich verstanden. Okay, das ist nicht das Problem dann. Okay, jetzt müssen wir bloß wieder warten, bis die Lava oben ist. Oder die Fanta, was auch immer das sein soll. Okay, und jetzt ganz langsam, gehen wir aufs Eck. Aufs Eck und jetzt... Scheiße, scheiße. Jetzt bloß wieder so eine... Na, es ist immer die Kante. Es ist durch die... What the fuck? Warum stirbt er, wenn ich eine Decke berühre? Ganz ehrlich, das ist etwas, was ich nicht verstehe. Warum stirbt man, wenn man eine Decke berührt? Im Vorbeigehen. Wenn er gegengeklatscht wäre, hätte ich es verstanden, aber nicht unter diesen Umständen. Ach Gott. Gut, gut, gut. Was ganz cool. Und wieder die gleiche Scheiße. Es ist eigentlich nicht so schwer. Nicht so schwer, wie es eigentlich nicht aussieht. Sieht ja auch nicht schwer aus, finde ich. Das ist noch einer der billigsten Jumps. Nur hier. Das ist jetzt wieder so eine Aktion, wo wir ewig warten müssen. Komm schon. Mach doch mal ein bisschen schneller hier. So kriegt man auf gar keinen Fall Bestzeit. Oh. Sollten wir schon mal ein bisschen mehr Luft haben. Haben wir auch. Oh Gott. Ja. So geht es. Oh nö, nö, nö. Schon wieder so ein
komisches schwarzes Etwas. Oh, ich hasse es. Bis dahin ist das Level noch nachvollziehbar und okay und noch ziemlich einfach, möchte ich jetzt sogar sagen. Naja. Okay, das Spiel muss mich wieder eines Besseren belehren. Ja, ja, es ist hier nichts einfach. Ist in Ordnung. Unfair. So, jetzt kommen wir wieder zu dieser Miststelle. Oh, in der äußersten Ecke. Oh, oh Gott. Jetzt geht die Anstellerei wieder los hier. Ja, man merkt schon, ich bin gerade wieder am Versagen. Jetzt müssen wir hier wieder ewig warten. Oh. Ich weiß gar nicht, ob man so Bestzeit schaffen kann. Hier geht ja schon haufenweise Zeit flöten, weil ich hier einfach nur am Warten bin. Ja. Das ist auch ziemlich simpel jetzt mittlerweile, weil ich weiß, wie sie jetzt. Zack. Und easy. Easy going. Bleib stehen. Oh, es hält auch nicht an. Und das ist so, wenn man das Level nicht kennt, nein, dann wird man gleich am Anfang gezeigt, hier kommt, guck, du musst schnell sein. Du musst ganz, 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 ganz schnell sein. Und wenn du das hier nicht bist, dann kannst du gleich wieder gehen. Mit dem Motto. Das ist ja nicht das erste Level, wo man gleich das Ding am Anfang erwischen muss, sonst hat man verkackt. Ich weiß nicht, ob es hier wieder zurückkommt. In anderen Leveln ist es ja nicht so. Und deswegen würde es mich wundern, wenn es hier mal der Fall wäre. Aber nein, das wird es hier bestimmt nicht geben. So schlimm. Oh, da war jetzt zu hoch der Sprung. Aber man merkt richtig, wenn sobald die Konzentration flöten geht, stirbt man an Stellen, die man vorher ohne Probleme geschafft hat. Aber was will man machen? Irgendwann regt man sich halt mal über so einen Dreck auf. Aber mach doch mal ein bisschen schneller hier. Oh. So, jetzt aber. Okay, Schlüssel nicht erwischt. Nicht schlecht. Oh. Ach Gott. Ihr dürft es gerne ankreiden. Ihr dürft gerne sagen, dass ich mich hier extremst anstelle. Es ist auch so. Spielt ihr mal, kommentiert es und dann seid mal so jemand wie ich, der sich über so einen Dreck schnell aufregt. Heute noch. So, jetzt. Das Level machen wir noch. Den Endboss heben wir uns denn für den nächsten Part auf. Denn der ist ja dann das nächste, was uns quasi droht. Oh mein Gott. Man hat es wirklich bis zum Schluss geschafft. Muss dieses schwarze Etwas denn da wirklich noch sein? Muss das echt noch sein? Das ist doch einfach nur Scheiße. Das hätten sie weglassen können. Einfach nur weglassen. Ohne dieses schwarze Ding zum Schluss. Das ist doch in Ordnung. Reicht doch das Level. Nein, man muss es noch schwerer machen und noch frustrierender. Ja, damit dem Laser hätte schon gereicht. Aber nein. Es reicht nie. Es reicht nie, um Leute wie mich. Nee. Ja, hallo. Oh Gott, ey. Ah, was machst du? Du behindertes Stück Elefantenkacke. Oh, meine Güte. Das kann doch nicht wahr sein. Lass ich mich auch noch aufspießen. Fuck you, Meat Boy. Fuck it. Fuck it. You are now the shit boy. Not red, you are brown. Ich will wenigstens das Level hier noch schaffen in diesem Part. Zwei Levels in einem Part. Unglaublich. Unglaublich, was wir heute wieder für eine Leistung haben. Schlüssel haben wir. So, bis hierhin ist es doch in Ordnung. Geht doch. Naja, höchste Geschwindigkeit ist klar, dass wir die jetzt nicht erreicht haben. Das war zu erwarten. Wenn ich mal ehrlich bin. Gut, ihr schafft es und jetzt ist es in Ordnung. So, hier. Wir sind jetzt beim Endboss. Und den machen wir jetzt nicht, weil ich jetzt nicht weiß, ob wir es noch schaffen. Und ich will nicht wieder überziehen. Deswegen sage ich, wir machen jetzt hier Schluss. Ich danke fürs Zuschauen, wenn das Triple Play gefällt. Und ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert mich. Es würde mir helfen. Ja. Und ja, Kommentare und Likes und Favoriten und verteilen an Freunde und so. Natürlich freue ich mich drüber. Bis zum nächsten Mal dann. Und dann heißt es Little Horn.
Das werden wir ihm kaputt hauen. Hoffentlich. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.